It's race day here at the Circuit de Barcelona Catalunya, a track that's certainly seen its fair share of electrifying races over the past years. And there are no doubts that today's race will be just as brilliant. The Circuit de Barcelona Catalunya, a track that will certainly force the drivers to push themselves. It consists of a very impressive main straight going into turn one. It's a straight that also offers a DRS zone, so it's likely to be a hot spot for overtakes. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Ace, Leclerc, Lando Norris, and Ricciardo, Sainz, Gasly, Fernando Alonso, and the engineer, Ocon, Vettel, Yuki Tsunoda, and Stroll, Raikkonen, Russell, Antonio Giovinazzi, and Mick Schumacher, Latifi, and Nikita Mazepin. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Der Motor läuft gut. Konzentrieren wir uns auf das Aufwärmen der Reifen und Bremsen. Das zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Halte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Mm.
super überholt.
Gute Arbeit. Alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Geht in Ordnung. Zum Auto vor dir beträgt 4,0 Sekunden. Schnellste Runde des Rennens gefahren.
Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 6,9 Sekunden. Dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. Runde an die Box. Los, los! Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden.
Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,5 Sekunden. Der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 11,1 Sekunden.
Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 3,9 Sekunden.
Abstand zum Auto vor dir beträgt 19,6 Sekunden. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 10,2 Sekunden. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 22,2 Sekunden.
Der Turbolader pfeift auf dem letzten Loch. Wir sollten versuchen, ihn nur minimal einzusetzen. Der Abstand zum Auto vor uns beträgt 27,4 Sekunden. Kommen wir mit dem Benzin noch aus. Flagge.
grüne Flagge. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,7 Sekunden. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 33,8 Sekunden. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. So Mercedes have won it, and what a great race it was. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere.
When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again.